dazu erwähne, nach dem Verlust von meinem iPhone durch den Defekt. Ich habe mir extra zum Drohnefliege hier so China-Smartphone gekauft mit einem größeren Display. Und Gott sei Dank habe ich das jetzt dabei gehabt. Zum einen kann ich weiterhin Drohnefliege, gut, würde auch mit ihres iPhone gehen. Aber hier konnte ich jetzt mal SIM-Karte reinmachen und lag mir gerade ganz wichtig die Park4Night-Datenbank und habe mir hier die wichtigsten Sachen wieder geholt. Insgesamt haben wir 90 Kilometer vor uns und dann sind wir in Koh Tor. Also es ist heute nicht ganz so weit zum Fahren. Nachdem wir jetzt aus Kroatien ausgereist sind, stehen wir hier am Grenzübergang zu Montenegro. Wo sie hier schon direkt an der Grenze Werbung machen. Ihr wartet immer nur, dass wir nach Montenegro reinfahren können. Ich entscheide the summer and lots of internet for 15 days. 200 GB Internet für 10 Euro. Die Landeswährung von Montenegro ist der Euro. Das macht es uns auch wieder etwas einfacher mit dem Bezahlen. Obwohl Montenegro nicht in der EU ist. Ich weiß es nicht, aber sie haben sich wohl irgendwie selber dazu entschlossen. Ja. So, und hier in so einer kleinen unscheinbaren Tabaklade, wie in vielen Ländern. Da gibt es dann das Touristikpaket für 10 Euro. Wir setzen jetzt mit der Fähre über und dann geht es weiter an der Bucht entlang nach Koh Tor. Also ob das hier die richtige Straße nach Motor ist, da kommt immer gerade mal so ein Auto aneinander vorbei. Oh, hier ist eine schöne Strecke. Direkt am Meer entlang. Jetzt. Hast gut, fällt kein Schweiß oder ne? Wir sind in Koh Tor und machen jetzt so eine kleine Besichtigungsrunde. Thank you.
jetzt weiter nach Bar. Dort wollen wir mal gucken, ob wir da einen Campingplatz finden. Und in Bar haben wir vor, den Markt zu besuchen. Hier diese kleine Insel heißt Sveti Stefan und es ist ein Hotel. Wir sind in der Nähe von Bar und hier in der Gegend gibt es ca. 175.000 Olivenbäume und da wir ja in Lund auf der Insel Pack schon Fans von den Olivenbäumen waren, musste man natürlich hierher. Im Hintergrund sieht man es und wir haben hier auch das Zertifikat dafür bekommen. Steht der, ich würde mal sagen, älteste, bekannteste Olivenbaum der Welt mit einem Alter, das hier per Zertifikat gemessen wurde, von 2240 Jahren. Also schon ehrfurchtig, wenn man daran denkt, dass schon vor Christi Geburt hier dieser Baum schon stand. Und man sieht es auch, er trägt immer noch Früchte. So, und auch der kleine Spatz freut sich über die kleine Mahlzeit von uns. Und wir gehen mal 1000 Jahre zurück und besichtigen die alten Ruinen von Stari Bar. Oh, Espresso hört sich gut. Kann man nichts sagen. Ne? Ja. So Leute, dieses leckere Omelette zahlt man hier im Touristenort 3 Euro. Lass es schmecken. Hier in Bar gibt es den berüchtigten Bauernmarkt. Und da sind wir jetzt gerade und gucken uns mal an, was die hier für eine Riesenauswahl haben. Ah,
alles, was das Herz begehrt. Frag mal, was kostet. How much? 10,64. Ja, nehmen wir mit. Ja. Die tut man so in die Pfanne rein. Nee. Die Hosen, oder? Das ist fein frisch und recht salzig. Ja, schauen wir mal. Auf dem Markt haben wir uns jetzt eingedeckt mit ganz vielen leckeren Dingen. Und jetzt geht's weiter zum Skutari-See.